Luigi ist noch hin und her gerissen, wo er jetzt hingehen soll. Aber ich glaube, das überlassen wir einfach den Buchstaben, denn das ist A und das ist B. Obwohl, was steht hier? Von Zischel schlägt zurück. Okay, gut, man weiß schon, wer es ist. Wenn man wüsste, wer von Zischel und Blubario ist. Also, wer Blubario ist, das weiß ich. Das war der mit, wo man sich verdoppeln musste. Und wir haben wieder Peach. Hatten wir beim letzten Mal auch. Bin ich mir sehr sicher. Genau hier hinten müsste jetzt eigentlich die Frucht drin sein, ja. Ach, das könnte interessant werden. Das freut mich doch hier. Gut, irgendwie sind die ja stärker gemacht. Immer. Oh. Sah die Arena beim letzten Mal auch schon so aus, dass da am Rand da so Vorhänge waren? Ich glaube, der hat eine andere Farbe. Beim letzten Mal war er klassisch gelb-rot. Man macht in... Obwohl, beim letzten Mal war der auch, glaube ich, grauer. Diesmal war, ist der, neigt er ja zum Gelben. Ah. Okay. Man merkt auf alle Fälle, was daran schwerer gemacht wurde. Und ganz gekonnt bin ich da irgendwie dem Ganzen ausgewichen. Haben gerade leider direkt eine verloren. Macht aber nichts aus. Denn man kann ihm ja einfach so direkt auf die Birne springen. Deswegen brauchen wir jetzt hier nicht mal unbedingt. Gut. Und da sind wir wieder zu zweit unterwegs, weil wir wieder eine verloren haben. Aber hier ging es mir jetzt wirklich auch darum, einfach zu überleben. Weil ich glaube, so einfach ist es gar nicht mal, jetzt hier mit allen rauszugehen aus dem Level. Also mit allen kleinen Kopien, die man so von sich machen kann. Ganz einfach, weil da ja so viele Ringe denn sind. Und ja nur einer auf dem Blubario landen kann. Die anderen werden dann natürlich alle... Werden dann natürlich alle getroffen. Ja. Gut, ich gucke mal kurz auf die Uhr. Ich habe gerade nämlich nicht drauf geachtet, wann... Und da jetzt Schluss ist. Schluss sein sollte. Okay, gut. Und zack, einer von euch beiden schafft's und eine schafft es. Damit müssen wir jetzt hier nicht nochmal rein. Ja, Blubario, ich glaube, dich werden wir so schnell nicht wiedersehen. Ich meine, ihr könnt einfach wieder zurückspulen, falls ihr den nochmal sehen wollt. Genau nochmal analysieren, wie man da an diesen Dingern vorbeikommt. Nee, Quatsch, das ist ja gerade echt lächerlich. Also, der ist immer noch super leicht. Also, man muss halt einfach nur früh genug losspringen. Und mit dem Tanuki sowieso. Ach, guck mal, hier ist eine Welt, oder was? Pardon. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht gesehen. Mich hat es einfach nur interessiert, warum da hinten so ein Riesenfeld ist. Und haben wir gerade Applaus bekommen. Sieht fast so aus. Ich werde mal jetzt auch so neugierig sein und gucken, ob es da hinten auch was gibt. An dem rauchenden UFO-Ding hier vorbei. Und wir müssen echt beides vorher schaffen. Ah ne, guck mal, hier ist direkt ein Weg. Was? Das ist jetzt aber irgendwas, okay. Ach, sowas mal wieder. Ja, auch einen Pilz nehmen wir mit. Warum auch nicht? Ich habe ja gesagt, Pilz ist immer noch... Also wenn es jetzt nicht gerade Fußpilz ist, ist es besser als alles, als nichts. Besser als alles andere, ja, schön wär's. Nein, besser als nichts auf alle Fälle. Gut, und Zischel, war das der Gute mit der Route? Nein, Quatsch, war das der in dem Rahmen? Nee, der hatte ja auch richtig ein Level. Was erwartet uns denn hier? Eine Münze, wow. Nee, dann werden wir mal gucken, wer zischelt es. Wer zischelt uns da? Wir zischeln uns jetzt ein. Ah, war das... Nee, das war aber auch nicht der Wurm, oder? Doch. Du, mein Lieber, wirst gleich... uns grillen vielleicht. Nein, das wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen. Weil ich es auch nicht hoffe. Na. Geil, dass wir da den kleinen Tod haben. Jetzt musst du aber auch mal... Huh. Müsstest du auch mal, Mann. Wow, wow, wow. Das hat gesessen. Aber wo ist das, wo ist hier, meine Glocke hin? Da war eben gerade noch eine Glocke. Die hätte ich ja gerne wieder. Und er ist eigentlich nur so eine Art Schlangenbeschwörer. Nicht der König der Schlangen oder so. Gut, das wird hier nichts. Das irgendwie auch nicht so ganz.
Ah, man kann theoretisch, glaube ich, direkt da stehen bleiben einfach. Boing, genau aufs Pflasterchen, da wo es weh tut. Da gehen wir noch drauf. Wenn der Gegner eine Wunde hat, dann stecken wir da noch den Finger rein. Genau. Wow, jetzt wäre ich da fast noch reingelatscht, ich Idiot. Nein! Wow, 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 wow. Ja, bin ich jetzt tatsächlich auch. Hab gerade noch gesehen, dass, dass der, ja, würde gerade sagen, hüpfen wir ruhig noch ein bisschen auf ihm rum. Nee, dass der das Maul aufsperrt. Aber dann war es irgendwie auch schon zu spät. Gut, jetzt bloß den Stern noch mitnehmen. Nicht hier aus Versehen. Na, vorher schon wegspringen. Oder noch besser einfach von der Stage springen. Gut, dann sollte jetzt Toad es nur noch schaffen. Ja, dann müssen wir jetzt nur noch zusehen, dass wir mit Toad da oben rankommen. Sonst müssen wir nämlich hier nochmal rein. Deswegen nehme ich auch gerne nochmal Anlauf. Ich habe mich dafür gerade noch nicht bereit gefühlt. Gut, mittig genug stehen war und dann bitte einmal ranspringen. Und das hat fantastisch geklappt. Toad darf mal wieder hier ein Fähnchen wo reinstecken und... Ja, und dann dürfen wir jetzt eigentlich auch schon wieder zu Bowsers finalen Welt mal wieder. Zeit sollte noch genug sein. Na gut, da unten sind auch nochmal freie Flächen, da kommen wir aber nicht hin. Ich weiß auch nicht, warum, wenn da die Bosse besiegt sind, warum denn da hier die fliegenden Dinger rauchend schief stehen. Ist mir eigentlich auch relativ egal, denn wir haben mehr als genug Sterne. Müsste eigentlich bisher die maximale Ausbeute sein an Sternen, um hier reinzukommen. Gucken wir uns das nochmal kurz an. Also, warte mal, zack, 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 zack. Sieht alles gut aus. Ich meine, theoretisch haben wir es ja alles schon gesehen. Ich habe ja vor dem letzten Schloss schon das alles hier gemacht. Ihr seht es ja hier auch gerade. Und ich sehe gerade das auf meinem Gamepad, das sehr viel dunkelroter aussieht. Also weinrot, will ich auch sagen. Naja, gut. Dann können wir jetzt rein in das letzte Level erstmal. In das letzte normale Level. Sieht nach einem ganz schön großen Turm aus, den Bowser da aufgebaut hat. Und ich nenne das mal Schicksal einfach. Denn Mario kam, oder ist gekommen, um hier was zu reißen. Und das ist doch mal ein richtiger Party-Tower hier. Ach, er hat die olle Karre hier weggestellt. Ach, guck mal. Was auch noch. Macht auch noch ein paar andere Geräusche. Ups. Ja gut, ich weiß nicht, ob hier gerade alles noch im Lot gewesen wäre, aber ich hatte hier gerade irgendwie so ganz kurze Lags oder Aussetzer. Nicht, dass danach wieder die ganze... Oder alles, was ich danach mache, die an Aufnahmen... Also in diesem Part, in dieser Aufnahme für die Cuts ist, habe ich jetzt mal gerade lieber neu aufgenommen. Ist ja für euch nur ein Wimpernschlag, der da verloren geht, wenn überhaupt. Wow. Hüpf, sagt er auch manchmal, ne? Da, hüpf. Hüpf. Nochmal, mein lieber Mario. Gut, hier die Feuerbrüder sind auch eigentlich kein Problem. Die Hammerbrüder finde ich fast gefährlicher. Ach Gottchen. Ganz einfach aus dem Grund, weil du über die nicht einfach rüberspringen kannst. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss hier runter. Da hat es auf alle Fälle, man hat es glitzern gehört. Da unten sieht man es sogar auch richtig glitzern. Alright, ist hier ein... Oh Gott. Ah, okay, ich wollte schon sagen, wie soll man denn dahin? Das ist ja fies. Aber da haben sie doch noch ein Blöckchen versteckt. Gut, wir brauchen kein Timing. Man schießt sich hier einfach so hoch. Ein Herz für Mario. Tatsächlich eine Glocke. Also ich an Bowsers Stelle würde ja auch einfach mal im ganzen Land, in ganz... Wo sind wir? Wunderland? Zauberland? Würde ich ja einfach mal... Alter, was war denn das gerade Billiges? Also das war ja, glaube ich, mega schlecht. Also das glaube ich nicht, das war mega schlecht. Das war... Wie will man das denn entschuldigen? Wir versuchen gleich nochmal kurz hier ein bisschen die Geschwindigkeit mitzunehmen. Ja. Ha. Geile Sache, ne?
Hier war ja überall nichts drin, ne? In dem. Gut, die... Oh, oh, oh. Ich hab's ja gesagt, dass ich die eigentlich easy finde. Trotzdem darf man die natürlich auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Na klar, was mache ich denn da, Depp? Also ich Depp da, meine ich. Gut. Ist egal, wir schaffen es auf alle Fälle wieder so weit, wie wir eben gerade auch schon waren. Auch wenn wir jetzt höchstwahrscheinlich kein Kätzchen mehr haben werden. Sondern nur so einen lausigen kleinen Pilz. Ja genau, ich hab's befürchtet. Dann werde ich mir diesmal Mühe... Eigentlich sollte das ein Weitsprung werden, aber ist letztendlich auch nicht so schlimm. Also haben wir nur mal die Chance, als Kätzchen dahin zu kommen. Also ich meine, es ist jetzt wirklich nicht so, dass das jetzt hier gerade eine schwere Stelle ist. Ich stelle mich gerade einfach nur an wie der erste Ochse. Na gut. Ah, nee, das war zu spät. Ich wollte eigentlich gerade wieder die Geschwindigkeit mitnehmen. Gut, und hier muss man letztendlich auch gar nicht warten. So. Nee, also echt eigentlich keine Schwierigkeit hierbei. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt hier gerade zweimal hatte. Gut, jetzt kommt meine Angststelle. So. Gut, dann bitte einmal. Alter, Mario! Warum macht der da gerade der macht da keinen Weitsprung. Was ist da los? Machen die das mit Absicht? Nee, das geht in die Richtung. Alter, jetzt... Mario? Okay, ich muss einmal kurz... Lulu? Gut, 3, 2, 1, weiter. Da fehlen mir gerade echt die Worte. Man, läuft da? Ich glaube, an der Schrägen geht's wirklich einfach nicht. Okay. Jetzt sollte es was werden. Gut, und wir kloppen... Haben ihn da jetzt nicht wirklich einfach eine Ebene tiefer gekloppt. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht müssen wir die ja gar nicht platt machen. Wir machen einfach mal noch eine extra Runde. Und ich glaube, es ist echt so, dass man einfach an diesem Dingens... Und die haben sich gerade gegenseitig runtergekloppt. Es ist, glaube ich, echt so, dass man einfach, Was mache ich denn da eigentlich? Jetzt alle drei auf eins ist auch... Das kommt auch geil, würde ich gerade sagen. Nee, guck mal, die springen einfach von alleine da so runter. Gut, nee, hier gibt's jetzt nichts. Ha, aber der rutscht. Willst du mir noch was geben? Ja, hi. Kann ich dich irgendwie grüßen? Nö. Du, ich weiß nicht, was man dir tun soll, damit du einen Stern rausrückst. Ich weiß nicht, ob du einen Stern für mich hast. In New Super Mario Bros. Kann man ja so Toads und also andere Charaktere ja einfach mitnehmen, aber... Hier geht das... Ja, hier geht das auch. Ah, ich hätte ihn vielleicht mitnehmen sollen. Hätte ich ihn mitnehmen sollen? So wie Mario hier jubelt, wahrscheinlich schon, ja. Und wo ist die Halbzeit? Gegen eine nette Halbzeit hätte ich schon nichts einzuwenden. Ne, was machst du jetzt? Süß. Bist ein ganz tolles Prinzesschen und... Was? Na klar. Katzenbowser. Oder was? Gab's sowas schon mal? Was macht der denn? Dann nützt der einfach... Dann ist er mal so schlau und nutzt einfach... unsere Waffen gegen uns. Also das nenne ich mal nicht doof, ja. Gut, was es jetzt hier mit den Glasräumen und so auf sich hat, kann ich jetzt auch gar nicht so genau sagen. Wir gucken auf alle Fälle mal, was hier drin ist. Noch eine Glocke. Puh. Gut, hüpfen wir mal jetzt schon ran. Gut. Bitte, bitte. Wir müssen ja wenigstens die Möglichkeit haben, alles zu bekommen, ne? Gut. Jetzt macht uns nicht alles unterm Hintern kaputt, ja? So, bisher ist noch interessant. Aber nicht schwer oder so.
Der krabbelt hier halt rum wie so eine Elfe, ne, wie so eine Katze. Aber der hat gar nicht, der ist gar nicht so runtergerutscht wie wir, ne? Ich weiß nicht, ob ich das fair finden soll. Okay. Numero uno. Okay, wir bekommen ein bisschen extra Zeit. Und haben tatsächlich einen Stern verpasst. Ich bin mir... Wir hätten irgendwas mit dem Toad machen müssen. Vielleicht ja wirklich einfach mitnehmen oder so. Okay, gut, hier kann man jetzt gerade nicht viel machen. Ah, der ist schnell. Und er ist getigert. Man weiß ja auch, dass jeder von uns irgendwie... Also jeder, ja, das Katzenkostüm-Ding... irgendeine besondere Farbe, also ein besonderes Muster hat. So hat Luigi, glaube ich, Flecken. Mario, glaube ich, wow, gar nichts. Ja gut, und wegen dem Ding hier bin ich... Ah! Wegen dem Goomba habe ich jetzt wieder eine Katze. Ja, danke schön, Goomba. Ich würde schon sagen. Okay. Bowser können wir so... einfach nicht schaden. Und warum gibt es eigentlich zwei Bowsers? Hat der auch noch unsere andere benutzt, oder was? Sieht irgendwie ganz so aus, als ob er halt auch diese Dopplerfrucht genommen hätte. Gut. So, wie... Das ist jetzt hier Tanuki. Nein, ich habe es gerade noch gesehen. Wo sind wir? Ist mir egal. Hier, komm hoch. So, und Glöckchen einmal nehmen. Ah, stimmt. Also bei Bowser ergibt es ja so ein bisschen Sinn. Ich meine, der hat sich das Glöckchen umgebunden. Was machen wir denn mit unseren Glöckchen? Essen wir die, oder? Sind wir jetzt so schnell? Okay, die Kamera kann man gerade nicht drehen. Ich weiß nicht, ob ich das so toll finden soll, dass wir hier gerade so an Bowsers Geschwindigkeit irgendwie begrenzt sind. Und sie waren hier gerade echt fünf Bowsers mindestens. Also ja, hat uns die Glocke hier nochmal den Hintern gerettet. Ja, nett. Aber auch nicht schwer oder so. Oh, in einem gewaltigen Feuerwerk geht er hoch. Bowser für ganz Feenland. Jeder kriegt ein bisschen ab, auch du. Und die süßen Feen, was machen die jetzt? Auch noch ein bisschen Feuerwerk? Ach ja, stimmt, ist ja noch gar nicht vorbei. Wir müssen ja noch ins Finale, also an die Spitze laufen. Machen müssen wir das auf alle Fälle. Ach, guck mal. Geschenkt, ja. Auch das geilste Versteck. Einfach mal bei dem... Bei der Zielflagge den Stöpsel... den Dingens noch irgendwie unterbringen. Gut ist, dass wir hier eh nochmal rein müssen, weil mit Mario komme ich jetzt höchstwahrscheinlich doch mal oben ran. Wow, fantastisch. Dann sollte Mario später auch die Flagge hier behalten dürfen. Boah. Sechs kleine Feen. Jeder hat nochmal ihren eigenen Auftritt. Ja, und wenn ich es nicht besser wüsste, dann würde ich jetzt sagen, dass jetzt Schluss ist. Aber ich weiß ja schon, dass es noch eine Zusatzwelt gibt, ne? Und die soll, wie gesagt, reinhauen. Bin mir nicht sicher, ob Zeit dafür noch ist. Okay, gut, nach den Credits höchstwahrscheinlich nicht. Reisen wir jetzt hier nochmal ein bisschen durch die Röhren. Alle im Katzenkostüm. Was ja eindeutig das Vorzeigekostüm in dem Spiel ist. Muss man ja so sagen. Gut. Meine Credits sind ja eigentlich immer der Zeitpunkt, wo man so eine Art Fazit... ja, ausspricht, verlauten lässt, was auch immer. Die süße kleine Plessy... Für die war auf alle Fälle ganz nett, auch wenn die Level zum Teil zu kurz waren. Also hier das eine, hier jetzt nochmal in der letzten Welt, das Plessy-Level, das war ein Witz, oder? Haben wir da eigentlich was verpasst? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich
würde ja eigentlich direkt alles mitnehmen, aber da weiß ich das gerade wirklich nicht. Mario und Luigi gucken ja gerade auch gespannt da unten sich das Täschen an. Ja, gut ist auf alle Fälle die Musik. Das ist, da kann man nichts gegen sagen. Erstmal in eine andere Richtung. Zum Teil gar nicht so klasse. Ja, Bowser, so ist das jetzt dieses Mal, ne? Ne, zum Teil gar nicht mal so Mario-klassisch. Die Grundelemente vielleicht schon, aber durch das Saxophon ist das so jazzig. Ja, es ist ganz nett auf alle Fälle. Die Toads, ich weiß gar nicht, hat man die irgendwie im Spiel nochmal gesehen, die andersfarbigen Toads? Finde ich ja fast ein bisschen schade, dass man nur den blauen Toad spielen kann. Bei Super Mario, New Super Mario Bros. Konnte man ja wenigstens noch zwischen zwei Farben wählen, glaube ich. Gelb und blau. Satoru Iwata war da gerade nochmal zu sehen. Das ist, glaube ich, auch der einzige Name, den ich gelesen habe. Der springt einem aber auch ins Auge. Der ist es ja. Steht ja für Nintendo wie nichts anderes. Und was war denn das eine da eben gerade? Sah aus wie ein Hund mit Schnurrbart. Ja. Die können es hier im Feenland. Das Feuerwerk, das haben die drauf. Ja, genau, das muss man nochmal erwähnen, was Nintendo da auch jetzt gerade nochmal erwähnt hat. Dankeschön an der Stelle. Okay. Gut, man kann sich jetzt mit... Was, der Mittelpunkt muss natürlich das letzte Level bilden. Auch und eine Sandburg ist die Bonuswelt, oder was? Ist ja süß. Wollen die uns was Gutes tun, ja? Wir haben gesehen, dass Mario so viel Spaß hat dabei, Koopas und so Goombas beim Draufspringen hier die Leviten zu lesen. Dass sie sich dachten, ey komm, wir bauen noch ein paar Level, wo Mario noch mehr Leute platt machen darf. Ja gut, hier sind wir noch so ein paar andere Spielstände. Nicht meine unbedingt. Schön. Dann gucken wir uns das jetzt nochmal kurz an. Wie kommen wir denn da hin? Ne, wir müssen uns nur angucken. Okay, gut, das ist doch nicht nur so ein Sandklotz. Die bauen jetzt daraus noch was Schönes. Eine Rakete. Okay, gut. Ich dachte jetzt schon, wir hüpfen jetzt auf so einem Sandding irgendwie rum. Da hätte man dann ja auch nur Sandlevel bringen können. Das wäre ja cool gewesen. Okay, ist es da Mario oder was ist das? Was war denn da gerade durch das Fenster zu sehen? Falls da überhaupt irgendwas zu sehen war. Okay, gut, im Weltraum gibt's Bonuslevel. Es steht dir eine neue Welt offen. Eine Welt über der anderen, über der normalen Welt. Und scheinbar brauchte man die Fahnen und so alles gar nicht, um das frei zu spielen. Oh, guck mal, komm, wir greifen hier noch den geschenktesten Stempel überhaupt ab. Schön, dass Mario sich den holen durfte. Ne, man muss ja hier gerade nicht mal ein Level von der Welt schaffen, um den Stempel zu bekommen. Ne, gut, das ist, erinnert auch wieder hier sehr stark an Super Mario Galaxy. Da weiß man ja auch aus, wer sich so ein bisschen gespoilert hat, warum hier so ein riesen Super Mario Galaxy... Also ich weiß gar nicht, hat das was mit der Bonuswelt zu tun? Gibt ja nämlich noch einen spielbaren Charakter. Ich sag jetzt noch mal, erstmal noch nicht, wer es ist. In der Direct haben die das einfach knallhart, haben die das einfach gespoilert. Aber ich meine, es wird ja hier irgendwie schon so ein bisschen mit den ganzen Sternteilen und so verraten, wer es noch sein könnte. Also, beim nächsten Mal werden wir eine kleine Reise durchs Regenbogenland vollziehen. Sieht interessant aus, sieht sehr gefährlich aus, als ob man viel runterfallen könnte. Ist ja perfekt was für mich. Ja, da werde ich mich megamäßig drüber freuen, ne? Ich werfe nochmal einen Blick auf die Karte. Und tatsächlich sind hier diese Sterne. Ich habe es ja vermutet, dass das irgendwie eine Bonuswelt wäre, weil das sieht ja da schon sehr offensichtlich aus. Ich meine, dann hätte da unten der Blooper auch eine Bonuswelt sein können. Ist egal. Gut, wir sind in Weltstern. Da soll es beim nächsten Mal weitergehen. Das Let's Play ist noch nicht vorbei. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei und ja... Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal dann. Ciao, ciao.